Play Pokémon Smaragd Nuzlocke. Im letzten Part haben wir fast Laubwechselfeld erreicht und werden nun Laubwechselfeld auch betreten. Ich muss noch vorne, weil da oben ist noch ein Doppelkampf und ich weiß, er kommt. Oder war das? Ah, ich weiß es nicht. Mal schauen. Die Wärme hier macht mich ganz schläfer. Kaffeebesser schlafe ich noch ein. Puh, mit diesem Flügel fege ich den Platz. Oh, Flügel, Vogelfänger. Nicht gut. Ich dachte, einer hätte noch ein Panzer, also er hat eine Panzer-Iron, ne? Merrill, super. Panzer-Iron. Ja, Panzer-Iron. Hat eine enorme Verteidigung. Es ist, wow, es ist echt krass, dass es eine Verteidigung haben kann. Deswegen habe ich Zuki nach vorne genommen. Für Glut! One-Hit-KO. Da ist Spezialverteidigung relativ impo. Und ein Schwall. Oh, Scheiße. Das Vieh kann wehtun. Lombrero, ja, das ist kein Problem, das Vieh. Ich kümmere mich jetzt erstmal um das und du kommst mal zurück für Sassy. Da kann ich ja immer seinen Angriff mal ein bisschen halbieren. Puh. So, Schwächen und Schwächen. That's how it's done. Moglieb. Ach nee. Flügelschlag. Okay, es geht auf Kyoko, warum auch immer. Kyoko schreckt zurück. So. Wie gesagt, wir kümmern uns jetzt erstmal um den Schwalboss. Ruckzuckieb, ja. Macht das nicht so viel Schaden. Dank, Sassy. Oh yeah. Oh, es überlebt. Och, Mann. Unfair. Unfair. So, Lombrero macht ein Naturkrieg. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ah ja, ich habe wieder einen Angriffsknopf für dich. Halbiert. Upsala, stimmt ja. Stärke! Super, Lombrero wurde besiegt. So, Erfahrungsboost, Zugkehrer Level 26, geil. Tja, Christian Laurens. Das ist ein Traum, das kann gar nicht so anders, das kann nicht anders sein. Was? Tja, das ist passiert. So, hallo Laubwechselfeld. Hurra, hurra, hurrächen. So. Heilung bitte. Okay. Und wie gesagt, wir werden das auch unser Team ein bisschen umändern. Danke, dann machen wir wieder topfit. Komm wieder dabei. Was machst du da? Oh, hallo, wer bist du? Du hast mich halt. Ich sehe schon, du bist ein Trainer. Und du benutzt das, du benutzt das Pokémon Larus System, das ich entwickelt habe. Ich bin aus simpler Deduktion zu diesem Entschluss gekommen. Du hast mich angesprochen, weil du mit diesem PC arbeiten willst. Ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin da nicht eingekriegt, nur auf Facebook, aber okay. Ich bin ehrlich, dich kennenzulernen und ich freue mich, dass du das Larus System benutzt. Wenn du magst, besuche mich doch mal auf Rotone 14. Ja, mach mal, ne? So. Holen wir mal ein paar Pokémon ab. So. Erstes Mal Dani. Der kommt für Lombrero. Karmaup kann auch reinkommen für... Ja, für wen? Für Duflo. Ja. Die sind auch 20, ja. Ich trainiere die mal ein bisschen mit. Ja. Pandy sollte nicht schwer zu leveln sein, da Pandy ja nicht ziemlich wenig EP für Level 100 braucht. Die gebe ich auch gleich mal den EP-Teiler, wo habe ich denn den hier da? So. Was könnte zwei eigentlich Schönes? Du hast Tackle auf Profinte, schon mal 3 Angriffe und du hast Glut und Tackle und Heuler. Und die nehme ich mal die Fragebeere ab. So. Okay, weiter geht's. Schöne Musik. So, hier gibt es dann auch noch was, und zwar Nugget, glaube ich. Ja, Nugget gefunden. Einfach so, mitten in der Prärie. Wieso nicht? So, hallo. Ja, komm, kann ich dir helfen? Ja, ich möchte es erstmal verkaufen. Jo, verkaufen, und zwar erstmal die Nuggets. So, Rank schon, danke. Ja, kaufen, super Tränke. Wie viel habe ich noch? 13, ich kaufe mir noch 5 Stück. Superwälder können auch nicht schaden. 5 Stück. Dann kaufen wir auch mal ein paar Schütze. 20. Ein paar Heiler habe ich noch 7. Gift
Gegengift, ja, da habe ich nur 3, da kaufe ich gleich noch 5. Aufwärts habt ihr keinen, das ist ein Saftladen, weißt du das? Megablock, ja. Okay. Tüdü, bitte komm mal wieder vorbei, mach ich mal vielleicht. Ah, ja. Rad. New. Moment, Haus. Haus ist Tuckens Helfer, ist neue Attacke für deine Pokémon. Hm, stimmt, da war ja noch was. Konnte hier jemand von euch was Neues lernen, wenn er? Nee, glaube nicht. Aber hier. Fossilien gesucht. Okay, dann helfen wir dem mal. Hallöchen. Ja, das kleine Kind da. Ach ja, das kleine Kind gibt uns ja die TM. Upsala. Mein großer Bruder ist ein Fossilienmaniac, er ist ein netter Kerl, der Fossilien, der liebt sich Löcher zu kramen, wie so ein Loch hat er lecker kramen, wie ganz Löcher kramen, ganz Löcher kramen, wie mein Bruder. Wow, bist du auf Speed? Ja, Mann. Okay, wir haben einen Schaffel bekommen. Eine TM, die ich noch nicht benutzen werde. So, ich nehme mal Sui nach vorne. Hier kommen noch ein paar Wasser-Pokémon-Trainer. Ich liebe das Angeln, aber ich liebe auch Kämpfen. Wenn mich jemand herausfallen will, bin ich bereit, auch wenn ich angle. Jetzt sehen wir auch mal unsere Kappels mal so richtig in Action hier. Nicht nur so in, naja, ich bin mal hier unten Schmerbe. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Bin Amadeus, yeah. Ja, da kannst du gleich mal mit einem Megasauger draufhauen. Schmerbe! Schmerbe! Schmerbe wird einem zu einem meiner Hassgegner Wälder, weil es einfach zu viel aushält. Und das hat auch nur eine Schwäche, nämlich Pflanze. Hm. Ich liebe Kämpfe, aber das heißt nicht, dass ich gut darin bin. Ja, ja. So, hier ist auch noch ein netter alter Mann. Leider, das ist mein Pokémon, ich gebe dieses Brüller. Niemand wagt sich nah ran. Was, wenn du magst, dann gebe ich dir dann nehme ich diese Bürde, diese TM ab. Und bekommen Brüller. Oh, leala, hurra. Ja, schön. Ein Brüller schlägt den Pokémon in die Flucht, jo. Was ist denn hier los? Das ist ein Wasserfall. Schöne Dekoration. Hier ist ein Doppelfight, wenn man es richtig anstellt. So. Hi. Ich habe einen großen Fang gemacht. Riesig, sage ich dir. Ich bin nicht nur ein hübsches. Ich bin nicht nur ein hübsches Gesicht. Naja, Ja, es ist schon ein niedliches Gesicht. Ne? Muss man dir schon sagen. Schmerbi und ein Blanas. Blanas, 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 Blanas. Nix Weltbewegendes, ne? Ja. Bedrohung ist gut. Oh yeah! Megasauger und eine Stärke. Ich kann das Trümmer machen, ist zwar sehr effektiv, aber macht dennoch weniger Schaden als Stärke. Naja, was will man tun? So, tschüss Schmerbe. Schmerbe! Das sind noch Mädels hier im Ring. Stärke! Ja, das reicht fast. Härtner, ja. Das bringt dir nicht viel. Ich kann jetzt zweimal angreifen. Tempohieb und Stärke. Du wirst umfallen nach Tempohieb. Booms. Flup, weg mit dir. Wie anders. So. Level up für Dani. Yeah, Level 16. Uhu. Oh. Ja, Pandi lernt doch gute Attacken. Was war das denn? Was war das denn? Was für ein Sieg ist. Was für ein Sieg nicht groß genug? Das war überhaupt gar nicht niedlich. Ja, Item noch. Energiestab. War das nicht Hyperheiler? Also etwas wie Hyperheiler oder was? 50 KP. 50 KP. Oh yeah. Halleluja. Da war ich schon. Moment. Dani, du kannst mal kämpfen. Ich vertraue dir mal. Wenn wir angeln wären, hättest du dich den Hauch einer Chance gegen mich. Also zeig dir mal dein Pokémon. Alles Logo. Was hast du denn Schönes? Du hast 3 Pokémon. Ja. Joa? Wird ein sehr schwerer Kampf für mein armes Pandi, ja? Ich denke mal, ich werde dich mal. Ist dann. Angriff oder Spezialangriff? Ja, das ist dann Spezialangriff. Dann machen wir mal einen Psystrahl. So. Psystrahl! Das tackelt mich. Oh nein! Psystrahl. Volle Kanne. Das macht schon schön. Schön Schaden. Tackle.
Nichts geschieht. How dare you? Carpador wurde besiegt. Oh nein. Goldini. Goldini. Cool King. Psi-Strahl. Oh, ich bin schneller. Cool. Wow, was macht das wenig Schaden? Das macht wenig Schaden. Und ich habe noch viel Währung gehofft. Naja, ich mach mal einen Tackle. Oh, der Attack ist jetzt schneller. Oh, oh. Was haben die mit Volltreffer? Mann! Psi-Strahl, volle Kanne. Ah, verwirrt. Cool. Gefällt mir. Oh, Attacke gefällt mir gar nicht. So, ich heil mal sicherheitshalber. Energiestab, komm. Mach mir Panty zwar ein bisschen weniger, aber egal. Ist nicht mehr, oh, hat zu lange angehalten. Notenschlag, ja. Das gefällt mir nicht. So, dann mach mal eine Finte. Ja, bist schneller. Gut gemacht, Dani. Pandia! Ja, yeah, Panty gewonnen, juhu. Und Wooms. Viel EP. Schmerbe. Darfst du auch noch machen. Komm schon, ich vertraue dir, Dani. Pandia! Dalab. Süßstrahl. Die Pokémon werden immer stärker, merke ich gerade. Wie wenig Schaden das macht. Wie mich aquaknarrt. Süßstrahl. Volle Knarre. Lebensuhler. Ich kraft den mit Elektro-Tacken an, Kleiner. Ach, Schmerbe, das war ein verdammt dummer Zug von dir. Psi-Strahl. Zack. Oh, ja, verwirrt. Hau dich selbst rein. Mach dich selbst fertig. Komm schon. Zeig mir, dass du doof bist. Dödem Aufruhr, aber das kann. Yeah. Body. Jetzt habe ich einen neuen Leermacher. So, und Level Up für Dani. Yay! Schön. Der Wang hätte ich gewonnen. Mir fällt gerade auf, ich könnte eigentlich noch Karma auf, eher den Epiteiler geben. Weil Pandir kann schon ein bisschen kämpfen und Paro wäre nicht gut für die vierte Arena. Wenn ich mal so nachdenke. Feuer macht ihm wenig Schaden und er hat auch Bodenattacken dann, also Intensität. Wäre ja auch nicht schlecht. So, ich gebe dir mal das hier und... Sicher, habe ich gewinnt eine Ansiedelbeere. So. Oh, Michael, hallo, ihr seht gerade. Und du hast schon, ja. Gibt es überhaupt noch mal eine Folge, in der ich mal nicht angerufen werde? Ich glaube ja nicht. Nach dem Rest muss ich Sport treiben, also lass uns kämpfen. Okay. Wieso nicht? Was hast du denn Schönes für mich? Du hast ein Merrill. Ach, schön. Ich habe ein Pandia. Pandia! Psi-Strahl! Hui! Oh, das macht so wenig Schaden. Es macht einen Bodenschlag. Ne? Komm schon, verwirr es. Psi-Strahl! Ich frage gerade, wie macht Pandia nicht einen Psi-Strahl? Ja, mit den Augen oder wie? Ja, Merrill ist nicht so stark, wie man sieht. Was das Gegenteil der Merrill? Hättest du lieber zweimal zu Merrill gemacht, aber hey. Naja, was soll's. Ist verwirrt. Oh. Badum, tschau. Au. Finte. Bams. Eine Attacke, die immer trifft. Weil es eine Finte ist, ne? So, ganz viel. Man sieht schon, das wuscht. Das rusht hier durch. Naja, komm, Lombera hat nicht so die starken Attacken. Die wir jetzt gleich umhauen könnten. Oder? Ich glaube nicht. Ich mach mal einen Tackle. Bams. Jo. Absorber, ja. Schön. Das kann ein langer Kampf werden. Psi-Strahl ab. So, das macht. Ja, ungefähr gleich wie schon, aber hat einen verwirrenden Effekt. Oh, wie absorbiert, Mann. Lass den Käse, du kleines doofes Lombrero. Alter, kannst du auch was anderes? Psi-Strahl. Volle Kanne. Verwirrin. Naturkraft. Sternschauer. Okay. Aua. Aua. Oh.
Dani, du darfst zurückkommen. Sui, los. Das muss Kapilz richten. Ja, das macht Absorber, war ja irgendwie klar. Wow, das macht gerade ein bisschen zu viel Schaden. So. Box ihn um. Farms! Ich liebe ein Kapilz, das so stark ist wie mein Sui. Ach, schön. So. Kein Leveler. Oh nein! Ich komme gar nicht mehr in diesem. Ach komm, ich gehe ins Pokécenter. Ich komme in diesem Part gar nicht, glaube ich, gar nicht mehr dazu, ein Pokémon zu fangen, ne? Weil wir jetzt auch ein bisschen die Episode wieder ein bisschen kürzer machen und nicht wieder so 20 Minuten plus folgen. Also wirklich so 15 bis 20 Minuten folgen. Also. Ich würde sagen, das Pokémon fangen wir erst im nächsten Part, ne? Als wäre gerne jetzt schon gewusst, dass ich jetzt fangen werde, aber hey. Was soll's? Ich hoffe wirklich auf ein Wablu. Oh, es wäre so schön, wenn ich ein Wablu bekommen könnte, weil einfach mal Wablu ist stark. Also stark als Altaria dann auch. So. Hier glaube ich noch ein Item. Ja. Ja, ein Billy. Oh, danke, Spiel. Oh Gott, Leute, das würde ich sagen, das war's von Pokémon Smaragd Nuzlocke. Von heute, im nächsten Part geht's dann hier weiter. Wie wir das erste Pokémon fangen werden, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.